Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Um zum Dom zu gelangen, müssen wir die Gunst von Madame M erlangen und um diese Gunst zu erlangen, müssen wir wiederum in der Arena für sie kämpfen. Das heißt, heute wird richtig Arena Day sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Mann, nicht so laut, sonst hört sich doch Hallo. jemand. Ich sag dir, es ist immer so. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Okay. Also habe ich eine Heilerin am Start. Was soll da schon passieren? Und ich glaube, Schutz vor Schlaf ist, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Das ist das Nervigste von allem. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keiner ist, sondern eine Falle. Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Du bist aufgeregt, weil du so viel redest, Madame. Los, hier geht's lang. Macht schon. Oh. Midgard, die Stadt, die niemals schläft. In ihrer Mitte ein funkelndes Juwel namens Walmart. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneos Kolosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Walmart Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel: den Gegner zerschmettern! Gnadenlos! Bis das Blut spritzt! Erbarmungslos! Bis die Knochen brechen! Nur wer alle Register zieht! Nur wer am Ende noch aufrecht steht! Wird mit Ruhm und Reichtümern überall! Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen raus. Oh, wir kämpfen wir haben gegen genug Menschen. Auf die Folter gespannt! Zeit für blutige Kämpfe! Der Corneo Cup ist hier mit der Öffnung! Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Süß. Ich kann mich hier ausruhen und alles. Ja, cool. Aber ich will mich jetzt gerade nicht ausruhen, ich will kämpfen. Immer wieder ein bisschen Action. Was haben wir hier? Johnny? Ja, du hast wieder versagt, ne? Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Wie vernünftig er plötzlich ist. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Boah, die müssen ihn so fertig gemacht haben, dass er all seinen Elan verloren hat. Weht ein rauer Wind hier. Aber echt mal. Wir kriegen das schon hin. Wir haben Heilung ohne Ende. Hm? Das war eine Spende von Corneo. Ein Schluck davon und man ist auf der Stelle wieder fit, heißt es. Hätte ich mir mal genehmigen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht so geendet. Wenn ihr wollt, überlasse ich es gerne euch. Von seltsamen Getränk probieren. Okay. Wie schmeckt's? Ziemlich klebrig. Ich brauch das aber nicht zu trinken, oder? Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht, sondern gut. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen.
Mal gucken, was als allererstes auf uns wartet. Kann ja nicht so schlimm sein. Ist keine Esper. Okay, als nächstes gibt dich ein Pärchen die Ehre. Die haben sich wohl verlaufen. Sie sind zum ersten Mal hier und waren sich wohl zu fein. Sie waren naiv genug herzukommen. Sind sie auch stark genug heimzukehren? Arena frei für Cloud und Eric. Ihr Loser habt keine Chance. Verpisst euch, zieht ab. Mann, falscher Ort für ein Date. Hey Kleine, zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack. Okay, ich bin sauer. Ihr Gegner ist wie süß. Unser allseits beliebter Bestienbändiger. Pferdenklaut und Aerith, ein weiterer Haufen Pampel in seinem Futternetzen. Heute gibt's sogar Nachtisch. Spritzendes Blut, panische Schreie. Arena frei für den einzig wahren, die unnachahmliche, blutdürstige Bestie! Los! Hilfe! Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein glänzender Einstieg. Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute, Augen schließen ist strengstens verboten. Na dann, viertes Match. Das sind die gepimpten Versionen, erkennt man in den Muskeln. Alles klar. Ja, ich treffe schon mal nicht. Au. Oh, er hat verfehlt. So, Zeit für eine Analyse. Auf Nummer sicher. So, wirksames Eis. Okay. Auch wenn er selbst angreift oder das Gleichgewicht verliert, weicht er allen Magieattacken aus. Die einzige Ausnahme bildet Magie mit Treffergarantie. Und dann ist Eis? Am Arsch. Machen wir zuerst das Härchen kaputt. Easy. Neuer Versuch. So, und dann machen wir Fähigkeit. Und Ende mit Schrecken. So. Oh, er geht gar nicht in die Nähe von ihm. Lol. Normalerweise stürmt er doch auf Gegner zu. Au. Oh, ich bin ja ziemlich tot. Jetzt zeig ich euch, was. Na gut. Ich kann. Los, geben wir alles. Los geht's. Zeit, ein bisschen mit ihr zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal heilen kann. Easy. In diesem überraschenden Ausgang hätte wohl nie. Oh, die Musik! Ja! Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet! Und er hat das Schwert auch gedreht. Schlag mich tot! Anders traubbar, Cloud und Eris! Ah, ich muss mich ja gar nicht heilen, ich kann mich ja jederzeit heilen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin jeden Abend für Sie da. Die erste Runde hätten wir überstanden. Hm. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Na gut, heilen wir uns mal ganz kurz. Ach, sind die für mich? Dankeschön. Achtung, Team Cloud und Aerith. Ihr Match beginnt in Kürze. Ja, bin gleich da. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Kann man hier was Schönes kaufen? Ein Megatrank. Ja, ist günstiger, also komm, nehme ich. Günstig nehme ich immer. Und dann besuchen wir nochmal Johnny, mal gucken, ob er noch da ist. Hey, Beastmaster. Ich bin am Ende. Tja, dich habe ich fertig gemacht. Hier sind also unsere Kontrahenten immer drin. Oh, ich hätte gerne gegen Johnny gekämpft. Er lässt mich rein. Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit?
Klar. Na dann Hals- und Beinbruch. Joch. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im Halbfinale. Zuerst unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat. Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Cloud und Alice. Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten. Wir bewegen dich immer noch nicht. Verloren. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Pfunkskerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenswerten Opfer. Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen. Einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang. Yeah! Schön, hallo. Oh, wie praktisch! Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von neulich weg. Fett? So dick sind die doch gar nicht. Hole Nuss! Meine Fresse! Halt einfach dein Maul! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger noch glatt mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ja. Und zwar das, was Don Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja. Ja. Ja! Der Don hat's abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Easy. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Auf geht's. Was ist das? Au. Was habt ihr gemacht? Der hat mir Gil gestohlen. Wieso bin ich? Was hat er mit mir gemacht? Au. Der liegt immer noch am Boden. Okay. Jetzt gibt's Backenfutter, Leute. Alter Schwede. Okay, Arif, ich brauch dich mal ganz kurz. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Okay. Ich mach das. Dann mit dir einmal kurz Chakra. Hat er mich schon eingeschläfert? Nein. Alter, was ist denn los mit dem? Cloud, Schwertsturm. So, Butch ist schon mal weg. Dein Gebet. Überlass das ruhig mir. So. Au! Da war eine Granate. Ich brauch Wasser. Los geht's! Ja, da staunt ihr, wa? Kleiner als drauf. Au. Ich laufe ja schon weg. Und dann machen wir noch ein Gebet. Feuer frei! Los geht's! Auf nimmer Wiedersehen! Achtung! So, der Granate bin ich ausgewichen. Kommt die nächste. Hey! Oh, Cloud hat sein Limit. Dann mach mal gegen den. Komm, was soll's. Auf damit! Wir machen ein Gebet. So, und schon können wir mit Cloud weiterkämpfen. So, mein Freund. Ich hab da was für dich. Los geht's. Glückstreffer. Ich verfluche dich. So.
Das ist ja unglaublich! Ein weiteres Schön. Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu zweit sind. Der Sieg geht an! Das schlagkräftigste Bärchen aller Zeiten, Team Klauter der Rest! Danke, danke, danke. Achso, ich muss ja die Arena verlassen. Noch mehr Blumen für mich? Hab ich doch genau gesehen. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich hab ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Und dann gegen den Esper, Chocobo Esper. Und Scheiß. Naja. Finale. Oh. Finale. Das musste sein. Team Cloud und Aris, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Ja, ja, erstmal muss ich meinen Gegner wieder besuchen. Um einmal kurz noch einmal eins reinzuwürgen. Na? Brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen? Nein. Ihr habt's echt drauf, wisst ihr? Leute wie euch könnten wir gebrauchen. Ja, aber wieso soll ich irgendwo anheuern, wo alle schwächer sind als ich? Hab tierischen Kohldampf. Ja, du siehst doch abgemagert aus. Na gut. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Aber sicher doch. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Verehrtes Publikum, wir haben sie lange genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt haben. Das Pärchen, das unsere Herzen im Sturm erobert hat. Cloud und Aris, die Champions der bezaubernden Männerwelt. Jetzt freuen sie sich. Ja! Wunderbar! Wunderbar! Ja! Ihre Gegner waren bis dato bereits fünfmal siegreich. Sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung. Wer Glück hat, landet im Krankenhaus. Und wer Pech hat, auf der Mülldeponie. Die hungrigen Killermaschinen. Und Chocobos Herr, Applaus für das sezierende Duo! Duo! Ach lol, ist ja armselig. Roboter? Eine Leihgabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein. Armselig. Na dann, wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Ich dachte, da kommt was Fettes. Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen.
Die Entscheidung des Corneo-Cuts! Ring frei! Okay. Direkt mal aus dem Weg gehen. Au, direkt mal eine kassieren. Aber ist gar kein Problem. Denn dann machen wir Magie und Blitzra. Warte. Fragezeichen, Fragezeichen. Ach komm. Ernsthaft? Aber das muss Blitz sein, 100 Pro. So. Okay, machen wir erstmal das linke Sägeblatt. Kann ich gar nicht kaputt machen. Das war ziemlich schwach. Tja, mein Freund, jetzt kriegst du erstmal einen Impulsdebuff. Oh. So, Magie, Blitzra. Stromschlag. Volle Kraft. So, das war die Nummer 1. Ich bin bereit. Nicht mit mir. Na gut. Na komm, machen wir nochmal Ende des Schreckens. Bereit für den Tod. War so klar. Haben wir jetzt abbekommen. Au. Okay, Aerith. Ja gut, Eis bringt nichts, ne? Na gut, Flächenschaden wird auch nichts bringen. Au. So eine Schande. Aber ich muss gar nicht wechseln, ne? Ist doch einfach so. Und dann Gebet. Okay, wird versagt. Dann muss ich wechseln. Ab mit dir! Na, alles okay? Der ist schon mal schockanfällig. So. Ich übernehme. Impulsiv! Und das war's schon, also leichte Gegner. Wahnsinns-Überraschungserfolg! Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Corneo Cup geht an Team Cloud und Aerith! Mein herzliches Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons. Gibt es noch einen weiteren Kampf? Was? Gewinnt ein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr noch ein gut. Kampf. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja, lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen! Dieser gierige Bastard! Dieser... Okay. Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären.
Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Ja gut, einmal noch. Was hast du zu sagen? Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Ja. Ich setz mich mal hin. Ich finde es schön, dass er mit diesem Schwert den Move macht. Wenn er nur mit diesem Schwert diesen Move macht für immer, dann werde ich nur dieses Schwert behalten. Dann wollen wir mal. Abgefahren! Ihr habt's echt drauf! Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Jupp. Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon. Ja gut, der letzte Kampf war auch ein bisschen billo, muss man sagen. Ja Mensch, was für Kämpfe. Und jetzt vor dem Finale brechen wir kurz die Folge ab, um eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Wir werden morgen den dicksten der dicksten Bosse bekämpfen. Er ist so riesig, dass er schon zu riesig ist. Und was uns erwartet, das erfahrt ihr morgen. Ciao.